Hallo ihr da draußen und willkommen zurück bei Primetime Gaming. Wir spielen wieder Black Mesa. Mein Name ist Chris. Und beim letzten Mal haben wir den Komplex unsicher gemacht. Haben viele neue Freunde getroffen, die wir gleich wieder zurücklassen mussten. Und sind dann einen Fahrstuhlschacht nach oben geklettert und sind jetzt hier gelandet. Im neuen Kapitel Feind in Sicht. Und ich habe so die Vermutung, dass wir hier ein paar neue Feinde treffen. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Ja. Wer das letzte Video geschaut hat, dem wird jetzt vielleicht auffallen, dass wir andere Gesundheit haben, andere Munitionsstände und so weiter. Das liegt daran, dass das Spiel ein Update hat auf 1.5 mit ein paar grafischen Änderungen und so weiter. Ich werde das vielleicht mal in der Beschreibung verlinken. Und ja, das Spiel sah etwas buggy aus, deswegen musste ich jetzt das Kapitel von hier aus neu starten. Aber das sollte jetzt nicht so viel dran ändern, an dem, was wir gemacht haben, dem Progress und so weiter. Und daher, weiter geht's. For God's sake, open the silo doors! They're coming for us! It's our only way out! Oh my God, ja. Es geht auch gleich wieder drunter und drüber. Und alles klar. Na? Sollten wir wohl? Ja, also die Announcer-Stimme hat uns gerade gesagt, dass wir uns an der Oberfläche melden sollen für Befragungen. Ja, so Ziel ist es ja weiterhin nach oben zu gehen, deswegen klingt das ja echt ganz logisch. Aber unseren Kollegen geht es nicht so gut, sind alle etwas gesprengt worden oder gefressen, wie man gerade wieder gesehen hat. Aber wir gucken mal, ob wir hier weiterkommen. In Silo D kommen wir, soweit ich weiß, noch nicht. Wir füllen erstmal ein bisschen unseren Anzug auf mit Energie. Und haben eben auch schon ein tolles neues Hindernis gesehen, und zwar die Minen. Haftminen, um genau zu sein. Wir machen erstmal die Tür wieder auf. Betrachten diese wunderschönen Körperteile von dem Wissenschaftler, der sich eben in die Luft gesprengt hat. Ja. Soweit ich weiß, treffen wir hier um die Ecke gleich neue Gegner. Jawohl. Und da hinten sieht man noch einen stehen. Das ist ein Geschütz. Wir haben Laserschranken, die man, soweit ich weiß, nicht umgehen kann. So durchkommt man nicht und ich wüsste nicht, wie man dazwischen durchspringen will. Daher müssen wir schnell sein. Da steht ein Geschütz. Hier bestimmt um die Ecke stehen auch welche. Wir probieren es einfach mal. Ja, spawnen ein paar neue Gegner und im Vergleich zu dem Geschütz, was wir in der letzten Folge hatten, was an der Decke hing, schalten die sich, glaube ich, nicht wieder ab. Das heißt, wir müssen wirklich richtig flott sein. Oder zünden wir das hier an und gucken mal, ob das Ding wegspringt. Ja, hat geklappt. Perfekt. Und ey, was sehen wir hier? Soldaten. Leider tot. Vielleicht finden wir später noch mehr. Ja. Wie wir sehen, kommen jetzt auch ein paar kombinierte Gegner, nicht nur einzelne Typen. Kommt jetzt immer mehr, sag ich jetzt mal. War nur eine Headcrab. Darf schnell erledigen, aber ja. Wird jetzt immer mehr kommen mit kombinierten Gegnern. Geschütz ist noch entspannt durchgebrannt. Und ich dachte, da oben wäre der G-Man. Ne, leider nicht. Wir begeben uns weiter und werden weiterhin von cheeky spawnenden Headcrabs überfallen. Ja, sterbt. So. Was ich ganz lustig finde, was ein Bug im ersten Half-Life war, was sie aber wieder übernommen haben, was ich sehr nobel finde, man kann auf diesen Minen hier stehen. Damit nicht auslösen. Sie haben sogar einen extra Soundeffekt für das auf den Minen laufen mit eingefügt. Sehr nobel, sehr gut. So. Bisschen Blut, aber weiterhin keine Spur von lebendigen Soldaten. Nur tote Wissenschaftler und Gegner. Hi. Oh. Wir wollen mächtig Stress. Nein. Selbst auch. Ah, ich glaube, wir haben sogar weniger Munition als vorher.
Aber das kriegen wir schon hin. Soll nicht so das Problem sein. Die kriegen wir schon klein. Bist du. Ah. Ja. Mal ein bisschen Ziel üben, Kumpel. Ja, die schlucken echt überraschend viel Munition. Ich weiß gar nicht, ob sie das geändert haben. Weil ich dachte, die gingen sonst mal mit ein oder zwei Shotgun-Schüssen easy zu killen. Aber vielleicht müssen wir da nur einfach Headshots machen. Das will ich mal nicht ausschließen. Ja, alle Wissenschaftler sind tot. Warum auch immer. Könnte an der Alien-Invasion liegen. Naja, wer weiß. Da unten noch ein paar explosive Fässer. Geschütz. Und hier drüben hat uns anscheinend jemand eine Falle gestellt. Aber, cheeky wie wir sind, nutzen wir die zu unserem Vorteil. Springen einmal ganz entspannt hier drüber. Haben uns das Geschütz. Und eventuell sollten jetzt gleich hier hinter uns Gegner spawnen. Jawohl. Die machen einen kurzen Prozess mit ihnen. So, aber als nächstes weisen wir die lieber um. Damit will ich noch in ihr Schussfeld reinlaufen, weil sonst die machen ziemlich böse Aua. Muss ja nicht sein. So, hier drüber. Oder wir packen uns erstmal unter der Palette fest. Hier drauf. Da steht noch ein Geschütz. Das werden wir einfach mal in die Hand nehmen. Nehmen das mal so hin. Nehmen uns das noch mit. Ja, eventuell. Und jetzt sind uns Gegner. Oh, was für ein Zufall. Als ob ich es gewusst hätte, wie das nur kommt. Ja, aber ihr müsst jetzt auch sterben. Oh. Das ist immer ein bisschen tricky. Ich bin der festen Überzeugung, dass es im ersten Half-Life nicht so war, dass die Geschütze einen, wenn man sobald man sie aufgehoben hat, noch angreifen. Also dass die quasi umprogrammiert waren. Es steht auch hinten drauf, also jetzt nicht mehr, jetzt steht nur noch Error drauf, aber als vorher stand da immer Reprogrammed drauf. Und sollten eigentlich nicht mehr auf einen selbst schießen. Richtig, aber das ist hier nicht so. Kann natürlich Absicht sein. Das will ich mal. Shit. Das will ich mal nicht ausschließen. Oh. Na top. Wir sind überall reingelatscht, wo wir nicht reinlatschen wollten. Hier ist ein bisschen Wasser und Caution Wet Floor. Da sollten wir wirklich ein bisschen aufpassen, weil sonst geht es entweder in den Fahrstuhlschacht oder direkt in die Laser rein. Und so wie ich mich jetzt kenne, werde ich das jetzt mal richtig hart verkacken. Also 5 aus 6 Versuchen klappt das nicht. Ah. Ja, genau, wenn man nämlich an dem scheiß Schild hängen bleibt. Du bleibst da. Da hat uns auch schon ein Wissenschaftler gesagt, dass wir nicht die Strahlen kreuzen sollen. Ja, das versuche ich auch. Ja, exakt. Das wollte ich vermeiden. Au. Ja, wie gesagt, klappt nicht immer gut. Wenn man auf diesem rutschigen Zeug, wenn du einmal nach hinten drückst, rutscht, slidest du direkt nach hinten. Das ist furchtbar. Und dann trittst du ganz leicht in diese Strahlen rein. Was mir natürlich passiert ist. Und wen sehen wir da oben? Den Herr G-Man. Der uns bedrohlich anstarrt. Well, I think it's rather stimulating, don't you? Good God! Is it safe? Nein, es ist nicht safe. Bleibt schön da stehen. Sonst sind die immerhin in die Minen ran und direkt gestorben. Ich finde es ja sehr interessant, dass sie es mal überlebt haben. So. G-Man starrt uns immer noch an. Schauen wir mal, ob ich die Minen entschärfen kann. Negativ. Nicht für dich. Ich stelle mal kurz, bevor wir weitergehen. Heile ich noch kurz. Und stelle mal die Untertitel wieder ein. Bin sofort wieder da. So, die Untertitel sind jetzt an. Und wir begeben uns weiter. Welche Ansage? Ich habe nichts gehört. So. Da sind sie, unsere Minen. Und gucken mal, ob ich die von hier kriege oder wenn nicht, machen wir es ganz einfach. Und werfen eine Granate. Jawohl.
Heute zwei mitkommen. I've got my little corner and I'm sticking to it. Okay. This is as far as I go. Okay. Warum läuft ihr mir dann hinterher? Egal, ich nehme euch mit. Bestärkt sind. Oh. Now under military command. I believe this will make for a notable paper. Don't you? Ja, vielleicht. Ich liebe. Ihr bleibt doch hier stehen. Ich liebe diese Announcer-Ansage vom Militär. Warum lauft ihr mir immer noch hinterher? Ich habe euch gerade gesagt, ihr sollt stehen bleiben. Ist einfach so richtig awesome, wie sie einfach die weibliche Ansagerstimme übernehmen und dann. It's now under military command. So richtig. Finde ich richtig gut. Ah, und hier ist das Ende für euch, weil ihr kommt ja nämlich nicht hoch. Ihr habt nicht die magische Power des Crouch Jumps. Muhaha. So. Oh, wir sind im Storage Area 3 anscheinend. Gibt's hier noch was Interessantes? Sieht nicht so aus. Geben wir uns langsam hier runter. Und anscheinend kommt jemand, um uns zu retten. Oder auch nicht. Ja, wie man unten liest, Wissenschaftler tot. Das Militär ist wohl doch nicht da, um uns zu retten. Wow. Und die sollen angeblich auch ein KI-Upgrade gekriegt haben. Also schauen wir mal raus. Schauen wir mal. Wir können. Wow. Aber ganz dreistes Free Fire. Hallo? Stirb. Ah, sonst waren es zwei. Jetzt ist nur noch einer. Und damit haben wir auch eine neue Waffe, die MP5. Oder einfach nur die Maschinenpistole. Ich weiß nicht, ob das eine offiziell eine MP5 ist. Wir haben auch schon randvolle Munition. Sehr schön. Ja, das sind die KECU-Units, heißen sie, glaube ich. Auf jeden Fall Spezialeinheit der US Army. Die sollten hierher kommen, haben ihre Befehle gekriegt und sollen jeden töten. Sie sollen einfach alle Hinweise auf diesen Zwischenfall auslöschen. Und sind nicht da, um uns zu retten. Und ich glaube, mit dem werden wir auch keine Freunde mehr. Aber genug davon. Auf nach oben. Und durch einen Ladebildschirm. Retten? Ja. Als ob ich's wüsste. So. Ja, zu dem Update, was wir rausgebracht haben. Schauen wir es mal. So. Au. Man sieht euch da hinten ja kaum. Wo bist du hin? Gehen wir hier durch. Ja. Anscheinend können sie einen jetzt auch hören. Sie prefire tatsächlich auf die Eingänge, wo ich herkomme. Das ist ja mal richtig geil. Beziehungsweise. Was ich so geil finde, wird sich noch zeigen. Das ist einer von den Kommandos. Die werfen sehr gerne mit Granaten und machen, glaube ich, auch die anderen Soldaten ein bisschen intelligenter, wo die nicht ausschaltet. Oh. Deckung. Wir müssen ein bisschen in Bewegung bleiben. Nein. Ah. Au. Au, au, au. Ich wollte eigentlich die Granate zurückwerfen. Hat leider nicht so geklappt. Au, 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 au. Stirb. So ja nur nicht. Au! What the fuck? Wo kam die denn her? Ja, das weiß ich auch, danke. Oh, die sind deutlich stärker als vorher. Oh, oh. Noch einer. Oh. Was ist das? Ah, dann haben wir auch die Feuertür ausgelöst. Na, wir brauchen auf jeden Fall die Gesundheit und die Rüstung. Ja, die sind deutlich stärker. Ich meine, mit Granaten haben sie schon immer gespammt, aber entweder der Granatensound ist buggy, dass man nicht mehr hört, oder die Granaten sind leiser geworden, weil sonst hat man die übelst auf dem Boden rumrollen gehört.
Egal, was auch immer. Wir kommen da schon irgendwie durch. So, hier mal erledigt. Ein paar Füße. Auf. Achso. Noch eine Scheibe davor. Auf. Okay. Ja, und da man bei Hafner nicht über Kim und Korn ziehen konnte, was sie auch nicht kann, sind die Waffen auch immer relativ unpräzise. Also man kann auch über Bewegen nicht sonderlich präzise zielen. Aber das klappt schon. Was ist das? diese Stimme, ey. Au, das hat mich noch erwischt. Okay. Wenn wir nur ein bisschen rumspielen und schon verbrennt man sich, ne? Typisch. So. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Wege, ja. Wir können einmal den extrem verminten, mit Geschütztürmen gepflasterten Weg nehmen, oder... Die Tür können wir nicht nehmen, weil die ist defekt. Oder wir gehen hier durch und nutzen... Weil ich weiß, die Laufbänder. Ja, jawohl. Was wir auch tun werden. Und noch ein paar Barnacles. Die werden wir aber dezent in Ruhe lassen. Und ich glaube, hier können wir einfach drüber sprinten. Ja. So. Ihr sterbt. Ah, vorwärts. Vorwärts. Stirb. Stirb. Exvieh. Gibt's da auch? Und hier scheinen die Soldaten noch reingekommen zu sein, so wie der Truck da steht. Wir haben einiges an Arsenal dabei, so wie es aussieht. Hier weiter. Dann nochmal durch. Die MP5 ist eine meiner Lieblingswaffen. Es ist eine MP5, so wurde sie gerade genannt. Stirb. Ja, und die Soldaten schlucken auch sehr viel, aber ich glaube, Headshot ist Instant Kill. Aber da ich inkompetent bin und nicht gut zielen kann, ist das immer so eine Sache. Wir schauen uns, dass wir noch mehr Gesundheit, die wir auf jeden Fall brauchen. Und gehen weiter voran. Ah ja, hier ist auch der Pfad, den sie so schön vermint haben. Den können wir aber, glaube ich, jetzt skippen, wenn wir jetzt einfach hier drüben runterspringen. Da ganz außen. So. Dann über die Minen. Oh. Was? Bleib, wo du bist. Hier drunter durch. Die Wissenschaftler denken anscheinend immer noch, dass die ihnen helfen wollen. Müssen sie jetzt leider teuer bezahlen. Dieser Soldat hat anscheinend ziemlich gute Sicht. Falls sich jemand wundert, warum ich mit diesem Zoom nicht schieße, man kann nicht schießen, wenn man zoomt. Das ist zwar manchmal ganz hilfreich, um zu sehen, wo die Gegner sind, aber das war's auch. Ist noch was Hilfreiches? Nicht? Gehen wir mal hier rüber in Deckung. Was? Du hast mich überhaupt nicht getroffen. Da oben sprengen wir mal. Ich hoffe mal, es hat ihn da erledigt. Oh. So, auf jeden Fall den halben... im Steg weggebombt. Oh, und da kommt eine Karte. Ah, sie macht doch Geräusche. Dann habe ich sie wahrscheinlich eben nur überhört. Nein. Komm gleich und zeig dir, was ich kann. Du stirbst. Ja, Headshots sind ziemlich tödlich. Perfekt. Aber muss er erstmal treffen. Ich mir? Oh. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Sie sind verdammt gut im Granatenwerfen. Nicht so dämlich. Sie versuchen einen zum Laufen, versuchen aus der Deckung zu langen. Oh, nicht so gut gegen neben dem explosiven Fass. Hinten rum. Wow. Jungs. Jungs, ruhig. Oh, wo kommen die jetzt alle her? Hm.
Die war nicht so gut geworfen. Ha! Ist tot. Das bin ich auch nicht. Oh, verdammt viele. Jetzt hätte ich gerne Revolver, da könnte ich sie alle nach der Reihe wegsnipen. Au! Dann hatten sie uns noch deutlich leiser. Ich bin auch der Meinung. Wie kriegen wir die am besten? Stirbst. So. Nein, kein Positionswechsel. Wir haben mich ziemlich eingekesselt hier. Bis dahin. Da ist noch einer. Ich hoffe mal, er ist jetzt endlich tot da hinten. Nein, keine Granate. Wir chargen mal ein bisschen nach vorne und gehen in die Offensive. Er hinten ist tot, sehr schön. Wo bist du hin? Ganz drüber. Stopp. Gut. Ja, man, es ist auch nicht so hundertprozentig eindeutig, ob die nur tot sind oder nicht, weil die haben halt keinen wirklichen Sterbesound, außer man sieht ihre Körperteile quer durch die Pampa fliegen. Finde ich nicht so schlimm, finde ich eigentlich ganz cool. Um halt sicher gehen, dass man, oder confirmen, dass man die Gegner wirklich getötet hat. Nicht, dass er einem gleich in die nächste Ecke wieder vor die Flinte läuft. Beziehungsweise man selbst ihm vor die Flinte läuft, das ist fast schon wahrscheinlicher. Da hinten geht's weiter. Ich hoffe, hier haben wir noch ein bisschen Gesundheit. Ah! Lass mich in Ruhe! Boah, das hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. War ich etwas flott unterwegs. Ja, das ist so eine schöne Sache. Normalerweise Half-Life sollte man ja schnell spielen. Das ist ja eigentlich so ein Laufen, Gucken, Schießen, Spiel. Aber man kann auch taktisch und vorsichtig vorgehen. Geht auch gut. Das wussten wir ja schon. Aber ich mag deine Stimme, von daher ist das in Ordnung, wenn du es noch dreimal sagst. So, hier dürften gleich wieder ein paar Gegner auftauchen. Ja, da sind sie. Oh. Wollt ihr hierher kommen? Ist nett von euch. Oder ein Colonel. Der ist schon mal tot, sehr gut. Hier ist noch einer. Einmal habe ich dich getroffen, ich habe es gesehen. Das war definitiv ein Headshot. Warum stirbst du nicht? Fuck. Na, nichts da. Haben die einfach ganz dreist die Tür zugemacht. Machen wir die einfach wieder auf. Ja, die Türen werden durch Explosionen, durch Schüsse, durch alles ausgelöst, was auf diesen Schalter da kommt. Wo seid ihr? Das gab's auch im Original schon. Die fand ich damals richtig cool, diese Türen. Weiß nicht warum. Wow! Okay. Definitiv tot. Noch ein Körner. Stirb. Perfekt. Jawohl. Au. Wer ist da noch hinter mir? Unten. Ah, das ist ein Shotgun, Heino. Du kommst nicht hier hoch. Vergessen. Würden, glaube ich, größtenteils alle haben, erstmal. Na, Buddy. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Haben wir ein bisschen Munition. Energie. Und geben uns weiter. Weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Ich fand's nur cool. Nur wollen wir nicht da runter, weil da sind wir, glaube ich, wieder im Bereich von vorher. Ja, einmal zurück. Hier durch. Ich glaube, hier nochmal Gegner kommen. Ich glaube, hier kommen nochmal Shotgun-Hainos. Einer versteckt sich hier ganz dreist am Ende. Das ist normalerweise. Oh, diesmal nicht, okay.
Also sonst hat sich hier hinten immer noch einer versteckt, hier in der Ecke. Und wenn er ihn einfach vorbeigelaufen ist, hat er erstmal dem das Schrotze mitgegeben. Aber ich glaube, das war der, den wir eben einen Header gegeben haben. Von daher... alles in Ordnung. So. Ja, der nächste Fahrstuhl. Mit auf nach oben. Und solange wieder ist, ist es wieder ein Ladebildschirm. Ja, jetzt nochmal zu dem Update. Die haben neue Texturen und was weiß ich nicht eingeführt. Ich habe gedacht, das Spiel wäre jetzt endlich mal fertig, aber sie wollen anscheinend noch ein paar Level streamlinen und wollen das Ende, das Xen-Level überarbeiten. Ich hab nichts dagegen. Ich bin für alle Verbesserungen, die das Spiel noch kriegt. Und der actionreichen Musik zufolge geht es jetzt auch gleich weiter mit dem Combat. Und wenn ich mich richtig entsinne, wenn ich da oben durch diese Fenster schaue, kommen wir jetzt das erste Mal in die Oberfläche. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, das hier so schnell wie möglich abzuarbeiten, weil das ist ein ziemlich heftiges Feuergefecht. Gesundheit. Heilen, ohne Graben zu kassieren. Weiter. Fuck. Ja, das meine ich. Diese Sirene ist furchtbar, weil man hört nicht, wenn Granaten hinter einem landen. Die explodieren dann einfach unter einem. Aber versuch's nochmal. Zurück. Ich will noch ein bisschen Gesundheit zählen. Und schnell rüber in den Bunker. Puh. Und da bricht doch alles in uns ein. Puh. Ja, diese Szene ist immer extrem intens. Da sind auch noch zwei, die sich vielleicht abseilen. Sind jetzt zum Glück hier. Und endlich ist diese nervige Sirene auch wieder aus. Das ist immer fucking laut, zumindest in meinen Ohren. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen runterregeln dann für euch. Wir geben uns langsam aber sicher. Ah, da kommen noch mehr Leute. Ah, stirb. Miese Wichser. Wir müssen hier runter in den Schacht da drüben. Was war das? Toll. An der Stelle hasse ich diese neuen Leiter. Jetzt kommen wir wieder da. Die extrem laute Musik ist wieder da.
sterbt. Schnell weiter. Jetzt schauen wir einfach hier runter. Wenn wir schnell genug sind, sind wir, glaube ich, vor den Soldaten hier weg. Perfekt. Und in den rettenden Lüftungsschacht. Das ist einer der Abschnitte, die ich hasse. Nicht, weil er schwierig ist oder irgendwas, sondern einfach nur wegen dieser fucking lauten Sirene. Weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich meine, Sirene, schön und gut, passt ganz gut zu der Oberflächenszene da. Mit Alarm und Terror und was weiß ich, aber bisschen leiser. Ein bisschen leiser zur Abmischung vom Rest. Man kann sie immer noch in der Ferne ganz leise hören. Trotz, dass wir jetzt hier raus sind. Au, und wir sind wieder extra fett und schrotten die Kiste. Aber haben jetzt zum Glück erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ein paar kleine entspannte Gegner. Zum Runterkommen. Aber viele davon. Au. Next Feature. Du bist tot. Auch tot. Gerade um dich. Stirb. Hört euch ein bisschen an wie eine fauchende Katze. Und um die Ecke. Oh, ein netter Zombie, der uns das Fass um die Ecke werfen will, was er nicht schafft. Stirb. Stirb. Netter Kiefer. So. Hoch. Da ist jetzt aus einem Lüftungsschacht. Und da hören wir wieder einen Wissenschaftler sterben. Ja. I've killed 12 dumbass scientists, and not one of them fought back. Sucks. Shit. Come on. Ja, wie man hören kann, die Soldaten sind auch nicht so ganz erfreut davon, was sie hier machen. Beispiel auch in Half-Life Opposing Force spielt man einen von den Soldaten. Die sind vorher abgestürzt, also sie haben die Befehle nicht mehr erhalten, bis sie vor Ort waren, was sie machen sollen. Und die sind vorher abgestürzt und deswegen haben die Befehle, dass sie die Leute töten sollen, nie bekommen. Und die haben dann letztendlich geholfen, das Desaster hier ein bisschen mit abzuwenden. Deswegen, also da spielt man ja Adrian Shepard, heißt er, glaube ich. Der ist auch in gewisser Weise maßgeblich mit daran beteiligt, dass das hier alles bisschen glimpflicher verläuft. Ja, kann man so sagen, würde ich sagen. So, hier ist alles verbarrikadiert. Da sind wir ursprünglich mal hergekommen. Da hinten sind wir lang. Das war da, wo das Geschütz stand, ganz am Anfang. Wir sind jetzt hinter dem Sicherheitsraum, wo ganz am Anfang der Wachmann gefressen wurde. Und ein neuer Kollege ist hier. Hey. Well, so much for the government. Ja. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Weiß ich doch. Ja, also er hat dann nochmal gesagt, die Regierung will das halt alles vertuschen, versucht alle zu töten. Wir waren ja jetzt an der Oberfläche, war jetzt nicht so prickelnd. Have you ever seen anything like this? Nein, und bitte ein bisschen Ruhe. Nehmen wir die Munition kurz mit. Ja. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Oberfläche war nicht so prickelnd, von daher sollen wir jetzt zum Lambda-Komplex und sollen gucken, ob die Leute, die da sind, weil die kennen sich mehr mit der ganzen Aktion hier aus, irgendeine Lösung für das Problem haben. Und da wir den Schutzanzug haben, sind wir eigentlich gut dafür gerüstet, uns darüber durchzukämpfen. Das ist halt blöderweise auf der anderen Seite des Komplexes. ja. Und da wir über die Oberfläche ja nicht kommen und nicht schnell dahin können, müssen wir dummerweise durch die alten Silos gehen. Die alten Tunnel. Und an dieser Stelle
dürfte das Kapitel dann auch schon wieder zu Ende sein. Der nächste Teil wird wieder sehr interessant. Also generell, wir sehen ein paar interessante Gegner wieder. Die Soldaten fand ich eigentlich auch ganz cool, vor allem, dass die KI jetzt noch besser ist. Und da haben wir es ja auch, das nächste Kapitel heißt Explosionskrater. Ja, wir werden den Krater verursachen. So kann man das schon sagen. Wir werden einen interessanten neuen Gegner treffen, da freue ich mich schon drauf. Der Abschnitt ist wirklich cool, also generell eigentlich alle Abschnitte, die ab jetzt kommen, sind echt gut. Ich finde, der Anfang ist teilweise etwas träge, soll aber auch so sein, ist ja ein bisschen Worldbuilding und sowas, dass man halt sich dem Charakter vertraut macht, wie alles läuft und so weiter. Das Tutorial ist jetzt quasi beendet und jetzt geht's langsam aber sicher richtig los. Und wie es weitergeht und wo wir jetzt genau lang müssen, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, lasst uns einen Daumen da. Vielleicht abonniert uns für nächste Videos und so weiter. Klickt auf die kleine Glocke unten in der Ecke. Dann wisst ihr immer Bescheid, wenn irgendein Video von uns hochkommt. Ich weiß nicht, wie es immer hochkommt, sagt. Hochgeladen wird. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.